Moin und Tag zusammen aus Eichstätt im Altmühltal, Teil 1 meiner Railroad Tour 2024 und erste Station, wie gesagt, ist Eichstätt hier im schönen Altmühltal und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Fotofreunde, mit dabei habe ich zwei Festbrennweiten auf der Tour. Einmal ein 20mm 2.8 von Wildrox und ein 50mm Sony 1.8. Und genau, ich habe mich jetzt mal festgelegt auf Festbrennweiten. Ihr habt ja mal ein Video von mir gesehen, wo ich gesagt habe, Festbrennweiten sind nicht so mein Ding. Also habe ich mir jetzt vorgenommen, werde ich jetzt mal ausschließlich mit Festbrennweiten hier die Tour machen. Ja, und das fotografische Murphy's Law, das kennt ihr sicherlich. Ich schwenke hier mal rüber. Der Eichstätter Dom, Baustelle. Und der wunderschöne barocke Marktplatz, leider auch eine Baustelle. Aber was will man machen? Machen wir das Beste draus. Das ist eine kleine Herausforderung. Ich schau mal, was dabei rauskommt. Seid gespannt, ich bin's auch. Wie ja schon in meinem Einführungsvideo hier zu meiner Railroad Tour erwähnt, bin ich ja mit einer Sony A7 Fragezeichen unterwegs. Und ich habe ja auch schon die Frage gestellt, beziehungsweise die kleine Aufgabe, ob ihr denn auch anhand der Fotos rausbekommen könnt, was es für eine Sony A7 ist. Das wird nämlich noch nicht verraten. Ich bin schon gespannt. Könnt ja eure Tipps gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich muss zugeben, das ist für mich jetzt wirklich eine richtige Challenge mit Festbrennweiten. Ich arbeite ja mit Festbrennweiten, aber wenn, dann nur im Bereich Porträtfotografie. Und das ist jetzt hier echt eine Challenge. Im Moment habe ich das 20mm Wildrox drauf. Ein Objektiv, das mich wirklich überzeugt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und ich habe es bisher einmal benutzt und das war bei der Wildrox Roadshow in München. Seitdem habe ich es eigentlich nicht mehr angepackt. Und ich komme hier gerade ganz schön ins Schwitzen. Aber das ist ja das Schöne, dass Fotografie manchmal auch sehr, sehr herausfordernd sein kann. Erschwerend kommt noch hinzu, dass hier in Eichstätt gerade wahnsinnig viele Baustellen sind im Bereich der Altstadt. Und mit dem Zoom-Objektiv kann man natürlich wunderschön die Dinge alle aus dem Bild rein- oder rauszoomen. Aber leider habe ich mir ja die Aufgabe gestellt, mit dem Festbrennweiten zu arbeiten. Naja, schauen wir mal. Es ist echt, echt gerade der Challenge für mich. Eichstätt ist Bischofssitz und auch Sitz der katholischen Fakultät. Also wirklich eine Stadt, die lebt. Gerade hier natürlich durch die Hochschule ist hier natürlich sehr, sehr viel los. Auch gastronomisch.
Fotofreunde, das war jetzt Teil 1 meines Railroad Trips 2024 hier von der ersten Station in Eichstätt. Ich hoffe, es waren ein paar Fotos dabei, die euch gefallen haben. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Geht raus, macht Fotos. Euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur.